Willkommen zurück bei der Sky und diesmal mit einem kleinen Tutorial darüber, wie wir ein super geiles altes Spiel, Die Siedler 4 heißt es, wer kennt's, naja, ein Spieler, der hier auf das Video klickt, ist aber egal, zurück zum Leben erwecken wollen. Ihr kennt das sicherlich, ihr habt zum Beispiel wie dieser Herr hier Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 und bei euch kommt der Fehler Software 3D, Fehler beim Starten der Grafikausgabe und oder im Prinzip Error, bla bla bla, Grafikinterface. Das ist ein blödes Problem, egal was ihr macht, es funktioniert nicht, habe ich jedenfalls gedacht. Aber nach jahrelanger Suche, die so eine Stunde gedauert hat, habe ich dann doch irgendwo im Tiefen des Internets eine Lösung gefunden. Die Links dazu sind alle unten in der Beschreibung und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Erstmal braucht ihr den Siedler 4 Full Update Patch hier, den ihr unten seht. Also da bekommt ihr dann im Prinzip hier so eine Datei, wenn ihr die runterlädt von der Ubisoft Seite. Link ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Das ist die Version 15.16. Und dann müsst ihr einfach nur Doppelklick auf diese Excel-Datei machen und der macht den ganzen Rest. Das könnt ihr euch von der offiziellen Ubisoft-Seite runterladen. Wie gesagt, Links sind alle unten in der Beschreibung. Und dann wenden wir uns zurück zu Chrome. Also eigentlich müsstet ihr das schon gemacht haben und wenn nicht, dann macht's kurz. Auf jeden Fall geht's dann weiter. Wir kommen zu dieser schönen Seite hier. dxgl.info main-page. Dort klicken wir dann auf Download dxgl. Mache ich jetzt mal. Und dann kommen wir auf hier diese schöne Download-Seite. Da seht ihr jetzt eine ganz schöne Tabelle hier und ich, oder eher gesagt, ihr müsst auch, also die neueste Version, bei mir ist das jetzt die 0.5.9, runterladen. Da ladet ihr hier bei Binary, klickt ihr auf Download und ladet euch hier diese Datei runter, die DXGL, was auch immer, minus 0.5.9, Windows 32, ist alles egal. Ladet euch einfach die letzte Datei hier runter unter Binary. Dann habt ihr die, dann installiert ihr die und wenn ihr die installiert habt, dann öffnet ihr die natürlich auch und dann kommt ihr auf hier dieses schöne Fenster und da, also das sieht jetzt erstmal skurril aus, bei euch ist zum Beispiel dieses Icon hier nicht da. Ihr klickt zuerst auf Add und klickt dann hier im Prinzip auf s4-main.exe und tut das hinzufügen, also eure, ich sag mal, Siedler-Exe, die ihr im Ordner Exe auch findet, also im Hauptordner Siedler und dann unter Exe. Dann habt ihr hier keinen Namen, jedenfalls ist es bei mir so, keine Ahnung, vielleicht ein Bug, vielleicht auch nicht. Ihr klickt einfach ganz random hier auf das Icon drauf, also ihr seht schon den Unterschied. Hier unten steht dann auch der Pfad der Excel-Datei. Und das ist der wichtige Pfad, da findet ihr diese Excel, die müsst ihr hinzufügen. Und dann habt ihr hier diese Übersicht. Das Einzige, was ihr jetzt hier noch ändern müsst, ist eigentlich hier Video-Mode. Da klickt ihr im Prinzip einfach drauf und wählt Aspect Correct Stretch aus, okay? Das muss ganz, also das müsst ihr auf jeden Fall machen, weil wenn ihr das nicht macht, dann hängt das Bild irgendwo im Nirgendwo und dann seht ihr im Prinzip nur ein Black Screen. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ihr klickt auf Apply, klickt auf OK, das Fenster schließt sich und wir sind eigentlich soweit fertig. Also wie gesagt, bitte stellt fest oder seid euch sicher, dass ihr hier diese schöne Exe ausgewählt habt. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist, wir können jetzt, ihr könnt das Spiel schon starten, ist klar, aber wir wollen noch was ganz Spezielles machen. Wir wollen nämlich hier diese GFX Engine auswechseln, weil die sorgt dafür, dass unser Spiel nachher richtig hässlich aussieht, voll verpixelt und ich sag mal, dass das Ganze nicht in einem 16:9 war es, so Radius ist. Also sprich, wenn ihr Widescreen, wenn ihr Widescreen-Bildschirm habt, also 1920x1080 oder ähnliches, dann habt ihr Probleme mit schwarzen Rändern. Und das Ganze wollen wir noch ersetzen und da ist auch ein Link in der Beschreibung zu einem Widescreen-Patch, sag ich mal. Da habt ihr hier den Ordner, wenn ihr euch den runterladet und dann könnt ihr hier auf Widescreen gehen. Ich habe zum Beispiel eine Auflösung von 1920x1080, da habt ihr hier diese gfx.exe und da macht ihr einfach mal stg.c oder einfach kopieren in dem Fall. Gehen wieder auf den Siedler-Ordner, mache ich auch, ich muss die ganze Zeit hier wechseln, deswegen dauert es ein bisschen bei mir. So, und dann habt ihr hier auch diese gfx.engine. Und falls hier irgendwas schief geht, macht einfach immer ein Backup, also Punkt, Backup einfach mal hier reinschreiben. Jetzt habe ich einen Doppelpunkt, macht aber überhaupt nichts, weil die Datei brauchen wir erstmal gar nicht. STGV zum Einfügen und hier haben wir unsere neue Datei. Und jetzt können wir gucken, ob es funktioniert hat. So, wir können sehen, es hat funktioniert. Also die Grafik ist im Hauptmenü ist noch ein bisschen, naja, ich sag mal, kann sich drüber streiten, aber wenn wir jetzt hier ins Spiel gehen, also es funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Karte, sag okay, einfach nichts einstellen, okay, alles gut. Und wir sehen, es hat funktioniert und die Grafik ist gar nicht mal so übel. Also ihr müsst aufpassen, ich habe jetzt mal hier ein bisschen rumgespielt, wenn ihr auf 1000 oder 2080x1024 geht, dann ändert sich das Bild, dann habt ihr hier überall schwarze Ränder, das heißt, bleibt bitte bei dem Grafikmodus
Und dann habt ihr auch halbwegs gute Grafik hierbei, annehmbare Grafik. Objekt-Engine bitte nicht auf Hardware ändern, weil sonst verschwenden hier die ganzen Soldaten, die ganzen Einheiten und sonst bleiben hier nur die Rohstoffe übrig und es bilden sich komische Flecken auf der Karte. Texturenqualität stellen wir mal auf wirklich hoch. Mal gucken, was der Unterschied ist. Ja, man kann hier schon sehen, es ist wirklich besser. Schade, dass das hier eben nicht funktioniert, aber da kann man nichts machen. Sonst funktioniert alles top. Ich kann einfach mal kurz gucken. Funktioniert wieder alles. Perfekt. Hier haben wir unsere schönen Trojaner. Und sonst funktioniert auch alles. Kann ich euch mal zeigen? Ich war natürlich nicht der Beste. Wie es in dem Spiel auch anders gar nicht sein kann. So, können wir mal so machen. Bum, bum. Funktioniert alles. Lädt alles instant. Kommt natürlich auch auf euren PC an. Aber sollte alles instant laden. Alles gar kein Problem. Funktioniert alles. Und es verschwindet auch nichts. Damit verabschiede ich mich jetzt mal gerne verabschieden. Und euch den Spielspaß überlassen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wenn es euch gefallen hat, oder nicht, schreibt es in die Kommentare und hinterlasst gleich ein Like, würde mich freuen. Also haut rein, Leute.